Die Energiewende in Deutschland bedingt einen sehr starken Ausbau der erneuerbaren Energien. Und diese Energien stehen nicht in der Nähe der sogenannten Lastzentren. Das heißt, wir müssen im Prinzip die neuen Stromerzeuger mit den Verbrauchern zusammenführen. Und das macht man über die Netzinfrastruktur. Das würde aber bedingen, dass wir so viele Netze benötigen, die von der Öffentlichkeit nur schwer zu akzeptieren sind. Und ein Ansatz hier ist es, im Bereich der Nordsee beispielsweise für den Windstrom Elektrolyseanlagen hinzustellen und dann existierende oder gegebenenfalls auch als erweiterte Gasnetze für den Transport dieses Gases, dieses grünen Gases zu verwenden und dann gegebenenfalls direkt zu nutzen oder irgendwann wieder zu verstromen. Also es ist vielschichtig, sehr vielschichtig. Im Prinzip die Verschmelzung der Energiewelt mit der digitalen Welt ist einmal die Entwicklung von sogenannten digitalen Zwillingen. Das heißt, wir simulieren und modellieren die erwartete Strom-, Wärmebedarf und Erzeugung in der Zukunft. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, der Betrieb dieser neuen Infrastruktur wird deutlich komplexer. Und höhere Komplexität bei gleicher Versorgungssicherheit bedeutet natürlich höhere Anforderungen an Automatisierung und Steuerung und natürlich auch Schutz. Und hier findet natürlich auch die Digitalisierung Einzug. Das heißt einmal in der Simulation und dann hinterher im Betrieb und letztendlich auch im Betrieb über Maintenance, indem man Monitoring- und Diagnoseverfahren nimmt, um sehr viele Daten zu bekommen. Diese Daten, das sind Terabyte von Daten jeden Tag, müssen mit bestimmten Verfahren der künstlichen Intelligenz analysiert werden, um daraus dann letztendlich eine ideale Maintenance-Strategie oder Ähnliches dann abzubilden. Na gut, einmal müssen wir natürlich die Technologien bis zur Reife weiterentwickeln. Also wir müssen umsetzen. Und was wir speziell machen müssen, hatte ich, glaube ich, jetzt gesagt, wir müssen die Netzinfrastruktur aufbauen, sowohl elektrisch wie auch Gas. Wir müssen neue Leitsysteme entwickeln, die automatisiert den Netzführern dann auch Entscheidungshilfen vorschlagen und nicht zu passiv sind wie in der Vergangenheit. Und letztendlich müssen wir die Bevölkerung viel früher und viel schneller und transparenter informieren, letztendlich mitnehmen, damit uns die Energiewende gelingt.